Interessiert ihr euch für Politik? Ja, ich schon. Ich kenne mich jetzt nicht so viel damit aus, aber ich finde es eigentlich manche Sachen ganz interessant. Politik und Wählen ist eigentlich nicht so mein Ding, weil ich finde, viel wird wirklich gesagt, viel geredet. Also ob ich wählen würde, klar, gerne, weil ich will auch gerne meine Meinung sagen. Ja, Wahlrecht unter 18, dann würde die Sache ganz anders aussehen, glaube ich. Nein, das auf keinen Fall, weil wenn, dann sollten die Politiker erstens mal was ändern und die Jugendliche Stück für Stück ranführen. Die U18-Bundestagswahl ist die Bundestagswahl für alle unter 18-Jährigen, sprich diejenigen, die noch nicht amtlich wählen gehen dürfen. Und im Vorfeld finden viele Aktionen statt, dass man spielerisch an Politik herangeführt wird und sich auf eine kreative Art und Weise mit Wahl- und Parteiprogramm auseinandersetzt. Und was versprichst du dir von der Politik? Dass die Wünsche von Jugendlichen auch sehr respektiert werden. Was sind deine Wünsche? Dass einfach Berlin umweltfreundlicher ist und auch jugendlichfreundlich. Was ich gut finden würde, wenn sich jetzt unser Land zumindest nicht so in andere Angelegenheiten einmischt, sondern erstmal das auf die Reihe kriegt, was in unserem Land passiert, weil es gibt ja genug Archen, wo Kinder essen gehen, weil die Eltern nicht genug Geld haben. Sie müssten einfach mal das Internet so lassen, wie es ist und nicht probieren, sich dort einzumischen, dort Regeln einzufügen oder ähnliches. Es sollte einfach frei bleiben. Was müsste passieren, damit du mehr von Politik mitbekommst? Naja, also wenn da zum Beispiel jetzt auch Begriffe, nicht so eine schweren Begriffe fallen würden, sodass es auch Jugendliche leichter verstehen könnten. Die Wahlprogramme von Parteien zusammenzufassen, ist offen gestanden ein Haufen Arbeit. Wir haben uns für die 7 Parteien entschieden, die bei der letzten U18-Bundestagswahl über 5% bekommen haben. Wir haben uns deren Wahlprogramme genommen zur Bundestagswahl und haben sie alle komplett durchgelesen, durchgearbeitet oder die Stichpunkte herausgesucht zu den Themenfeldern, die für Jugendliche interessant sind. Genau, da könnt ihr wählen und es wird nicht zur richtigen Wahl mit hinzugezogen, aber Politiker von den jeweiligen Parteien gucken sich das an. Wenn Parteien und Politiker nachfragen und wissen wollen, wie können wir uns jetzt noch beteiligen und wann erfahren wir die Ergebnisse, dann zeigt es, dass unser Projekt nicht nur für die Kinder und Jugendlichen was bringt, sondern wirklich auch bei der Politik, bei den Parteien ankommt, wahrgenommen wird und als wichtig erachtet. Ich glaube, dass da die alten Hasen sozusagen, die irgendwie in der Politik unterwegs sind, da durchaus auch von profitieren können, wenn sie einfach jungen Menschen zuhören.